der Wagen ist General überholt. Ich meine, da war nie was. Da, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist seine Sonnenbrille beschlagen. Der Riedel wollte eigentlich tanken. Was? So kommt denn hier noch kein Kanarier. Okay, die Rede war eh scheiße. Spätestens da wäre die Hochzeit gescheitert. Halt! Was ist? Stehen bleiben! Ja, aber. Nein, nix aber. Nicht tanken, sowas. Ja, gute Tage, wir Wolfratshausen. Wir bräuchten mal wieder den ADAC. Ludwig, merkst du das nicht? Das ist steinhart, damit kannst du vielleicht einen Kachelofen heizen, aber das kannst du niemals essen. Ich glaube, er hat jetzt gerade ganz andere Sorgen. Also Heizprobleme hat er in Zukunft keine, glaube ich. Habe ich da was verpasst im Mittelteil? Um was geht's denn? Es geht um Mord. Um Polizistenmord. Der Ludwig, mein Wickerl. Das glaube ich jetzt nicht. Doch, wir haben einen schwarzen Fussel unter dem Fingernagel vom Toten gefunden. Hm. Genauso einen wie von ihm sein Pullover. Ja, ich habe ja gedacht, dass er ein Bulle war, aber ich wollte ja bloß auf Zeiten stoßen. Sie sind verhaftet. Gott, das Bäcker ist ja jetzt kein großer Verlust. Aber als Dekoration? Ja, nicht so. Den ersten Blick. Ich möchte mit Julia leben. Wie stellst du dir das vor? Eine Liebe, die nicht sein darf. Er hat sich in die Tochter von Dunja Hausmann verliebt. Sie sind Julias Mutter? Ist das ein Problem für Sie? Sie ist ein schädliches Element. Die Dissidenten-Tochter der Familie können wir doch einpacken, können wir da. Eine Liebe, die alles verändert. Ich warne dich, Martin. Mach mich nicht zu deinem Gegner. Arbeiten Sie mit uns zusammen? Weißen See, die erste Staffel der preisgekrönten Serie. Heute 22.15 Uhr im RBB. Der RBB Podcast-Tipp. Uckermark Uncovered. Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf. Jetzt in der ARD Audiothek. Lass doch mal. Ich brauche die Fotos. Also ich muss wirklich plemplem sagen, ja? Du lässt mich hier bei den Bauern alleine und ich helfe dir auch noch dabei. Wie wär's, wenn du mithilfst, einen Nachmittag auszusuchen, hm? Alleinstehend, vermögend und männlich. Es reicht ja wohl, wenn sich eine von uns ins Unglück stürzt. Was sagt eigentlich Mira dazu? Die weiß es noch nicht. Aber ich hol sie jetzt ab und ich sag sie auf der Fahrt. Ach was. Weißt du, ich glaube, sie langweilt sich sowieso hier in der Provinz. München ist doch da einfach viel schöner, was du nicht sagst. Beeindruckend.
beeindruckend, oder? Ja, schön. Der Blick. Großzügig. Und geniale Gestaltungsmöglichkeiten. Also hier können Sie wirklich Wände ziehen, wo Sie wollen und wie Sie wollen. Entschuldigung. Kein Problem. Sekunde. Weißt du was? Ich will nur die wirklich privat. Wo bist du? Mit ich hole Mira gerade von der Schule ab. Und? Hast du es dir auch noch nicht anders überlebt? Hältst du mich für so bescheiden? Die tollste Frau der Welt sagt ja, und ich mache einen Rückzieher. Was sagt Mira? Ich sag's dir gleich auf der Fahrt. Du, stell dir vor, Brody hat heute schon die Fotos für die Anzeige geschossen. Ich wette, nächste Woche habe ich einen Nachmieter. Oh, Mist. Was? Ich? Ja, du. Ich meine doch immer nur dich. Mit allem, was ich sag und tu. Wo bleibst du denn so lange? Sag mal, war irgendwas? Nein. Und warum trödelst du dann so? Die Wochenenden sind eh so kurz. Jetzt reg dich nicht auf. Dieser Mann bedeutet mir was. Fahren wir jetzt los. Ja. In my face, so afraid to tell the world what I've got to say. But I have this dream right inside of me. I'm gonna let it show. Du, Mira? Und weißt du was? Also, bei der Probe in unserem Musical. Robert und ich, wir waren doch gestern. Ein schwieriger Solopart. Du weißt schon, der. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Der klappt jetzt schon viel besser. Die Schulze meint, ich hätte echt Talent. Ach süß, ich bin so stolz auf dich. Du, also, Robert und ich, wir waren doch gestern bei einem Konzert. Und da hat er mich gefragt, ob ich... Und wenn die Premiere gut läuft, ja? Dann treten wir sogar in Konstanz auf. Da kommen dann Schüler von überall her. Du, Mama, sag mal... Kommt Robert eigentlich nächstes Wochenende zu uns? Nein. Schau mal, Pferde. Hä? Ich denke, wir haben's eilig. Früher warst du ganz verrückt nach Pferden. Du wolltest unbedingt reiten lernen. Also, Robert hat mich gestern gefragt. Sag mal, kannst du dich noch an Manolo erinnern? An wen? Nein, in Spanien, letzten Sommer. Du wolltest jede freie Minute mit ihm verbringen. Mama, was hat Robert dich gefragt? Wir wollen heiraten. Aha. Schön, war hier abzusehen. Und weiter? Weiter? Ja. Wir wollen zusammenziehen. Zusammenziehen? In unser Haus? Mensch, Mama, wie soll das gehen? Das wird doch viel zu eng. Blöde Idee. So daneben. Aber mein Zimmer bleibt für den Tabu. Kapiert? Verstehe. Robert? In der Küche! Und jetzt machen wir drei uns ein schönes Wochenende. Hm? Entschuldigung, ging nicht früher. Und, hast du mich schon vermisst? Vermisst? Ich warte schon mein ganzes Leben auf dich. Oh. Was sind da schon 34 Minuten und 15 Sekunden? Ich pack erst mal aus, okay? Ja. Hi, Mira. Mira, bitte Finger weg, ja? Du machst die ganze Mechanik kaputt. Ja, frisch gepresster Apfelsaft. Mama mag keine Minze. Ach nein? Okay. Und du? Magst du deinen Lammkeule? Wurzelt nämlich schon im Backofen. Ich esse kein Fleisch. Ah. Ja, dann... Dann komm mal her, dann zeige ich dir was. Na komm, eine Überraschung. Hier. Schau mal. Die Ablagen, die machen wir in Marmor. Der Boden der Dusche, der wird ein ganz klein wenig versenkt. Was soll das werden? Ein Bad. Ich trenne da drüben 8 Quadratmeter ab. Hier, von Giuseppe. Du baust was? Du bekommst dein eigenes Badezimmer.
Oder hast du bloß jeden Morgen durch unser Schlafzimmer zu marschieren? Ein Bad fürs Gästezimmer. Ein Bad fürs Gästezimmer. Ihr wollt hier einziehen? Mist, warst du. Ihr alle beide. Mira! Gott, noch mal, deine Mutter und ich wollen glücklich sein. Ist das so ein Verbrechen? Was wird aus mir? Schatz, weißt du, wir haben ja noch nichts entschieden. Weißt du, wir... Hier gibt's Top-Schulen. Du findest noch neue Freunde. Hier um die Ecke gibt's ein Fitnessstudio. Die Schule soll ich auch noch wechseln. Niemals. Eher bringe ich mich um. So, ich denke, du hast mit ihr gesprochen. Ja, du wirst heiraten, aber nicht übers Wohnen. Warum denn nicht? Warum kannst du ihr nicht klipp und klar sagen, was Sache ist? Tut mir leid, meine Schuld. Ist jetzt besser, wenn ich mit ihr alleine bin. Allein? Was soll das heißen? Dass ich nach Hause fahre. Nach Hause? Saskia, du bist doch gerade erst gekommen. Das gibt's doch gar nicht. Deine Tochter versaut mir den Boden und du tanzt nach ihrer Pfeife. Das geht so nicht. Robert, es tut mir genauso leid wie dir, aber Mira steht an erster Stelle. Das habe ich dir immer gesagt. Das musst du verstehen, ja? Warum ist immer alles so kompliziert? Du hast mir gesagt, ich sei das Wichtigste auf der Welt. Mensch, Mira! Das bist du doch auch! Und dass du mich niemals gegen keinen Mann auf der Welt eintauschen würdest. Jetzt hilf doch mal! Ach, Mira! Ich koche uns jetzt erstmal was. Und dann reden wir in Ruhe, ja? Wenn du das nicht willst, dann ziehen wir natürlich nicht nach München. Das ist doch klar, Mira, aber... Was aber? Früher hast du dir immer einen Papa gewünscht. Aber doch nicht den! Warum denn nicht? Robert gibt sich so viel Mühe. Weil ich doch schon einen Vater hab. Ich hab doch schon einen. Mensch, Mira, den kennst du doch überhaupt gar nicht. Versuch doch, mich auch ein bisschen zu verstehen. Herrje, darf ich nicht auch mal an mich denken? Mira, seit du auf der Welt bist, dreht sich doch ausschließlich mein Leben fast nur um dich. Und Robert, er hat Stil, er baut wunderschöne Häuser, er bringt mich zum Lachen. Mensch, Mira, ich hab mich endlich mal verliebt. Gib uns doch eine Chance. Und Jule, deine Freundin, ja? Die sitzt jeden Morgen einem neuen Papa gegenüber. Sowas habe ich dir nie zugemutet. Stimmt's? Und du gehst doch schon bald deine eigenen Wege. Und ich? Barker. München ist so traumhaft. Glaub mir, du wirst da viel Spaß haben. Ich habe doch da selbst lange gewohnt. Marrakesch.
Mira? Liebe Mama, mach dir keine Sorgen. Bin in ein paar Tagen zurück. Hab dich lieb, Mira. Was? Lassi. Was ist mit Mira? Wie Rucksack. Ja, und Jule, ich meine, hat gar keine Ahnung, wo Mira sein könnte? Keine SMS, kein Anruf, gar nichts? Ja, nein, nein. Ja, ich weiß. Ja, macht nichts. Vielen Dank. Danke. Was ist denn passiert? Hattet ihr Streit? Wow, wie siehst du denn aus? Das ist der, meine Freundin raubt mir den letzten Nervlook. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie sein könnte? Nein. Hat sie Geld dabei? Gute Frage. Okay. Ja? Ach, du bist's. Vielleicht ist sie aber deiner Mutter. Du hast mir doch immer erzählt, dass sie so an ihr hängt. Ha? Robert, meine Mutter lebt auf Teneriffa. Naja, mach mir halt auch meine Gedanken. Nein, ja, ist ja lieb von dir. Hm? Ja, ich dich auch. Okay, ja, bis später. Tschüss. Das glaube ich nicht. Gut erzogen, das Kind. Sag mal, wo ist denn meine Kreditkarte? Sag mal, ist sie von allen guten Geistern verlassen? Sassi, Telefon! Sag mal, wo steckst du denn? Sassi? Willst du nicht mal rangehen? Was ist los? Sie hat ein Ticket gebucht. Ein was? Ein Flugticket. Die zu ihrer Oma bucht sie auch immer selbst. Nach Teneriffa? Nein. Nach Marrakesch. Sie sucht ihren Vater.
wahnsinnig. Wie konnte sie mir das nur antun? Ach, das ist ja schön. Gut, danke. Wiederhören. So, der nächste Flieger geht um 11.05 Uhr und den kriegen wir auch noch. Hat er ein Foto von ihr? Ich meine, weiß ich überhaupt, wie sie aussieht? Was? Wieso? Was soll ich denn mit der? Auch in der Wüste wird es nachts kalt. Ich frage mich einfach, ob er sie erkennt, wenn sie plötzlich vor ihm steht. Wer? Wieso? Wie denn? Er weiß doch noch nicht mal, dass es sie gibt. Du komm! Also, Sassi, ich verstehe dich nicht. Glaub doch mal, meinst du nicht, Armin hätte ein Recht darauf gehabt, zu erfahren, dass er Vater geworden ist? Aber wie denn? Es war alles so kompliziert. Er und ich in der gleichen Firma. Und die gehörte auch noch seinem Vater. Ach, Sassi, ich liebe dich. Jetzt fahr doch! Das Schöne ist, mit dir an der Seite wird's nie langweilig. Was willst du hier? Das ist eine Fabrik. Hier gibt's nichts zu sehen. Du hast ja nichts zu suchen, also geh. Vielleicht? Ich würde gerne. Du bist hier falsch. Also los jetzt, ich sag's nicht nochmal. Hörst du schwer oder was? Ella, Ella! Weiß die Polizei in Marrakesch schon irgendwas? Die reden und telefonieren und telefonieren. Und ein Herr Hachim, der leitet jetzt die Suche in Marrakesch. Weißt du, wie groß die Stadt ist? Du musst einfach auf dein Glück vertrauen. Du findest sie ganz bestimmt. Ja. Ey. Glaub mir. Traumtänzerinnen wie du fallen immer auf die Füße. Okay, also. Also. Ich melde mich bei dir. Ja? Weißt du, er kommt, bestimmt. Dann sagt er, Allah sei Dank. Mein ganzes Leben lang warte ich schon auf dich. Nee, das ist blöd. Er sagt, ich hab dich echt vermisst. Alles in Ordnung, ja? Alles so schön. Ja, gut. Chef? Ja.
Kann ich Ihnen kurz was zeigen? Sehen Sie sich die Nähte an. Das liegt am Stoff. Ein Viertelausschuss. Der Stoff bleibt immer in der Maschine hängen. Gut. Ich bringe das in Ordnung, ja? Danke für den Hinweis. Ist doch schade, wenn wir so viel wegwerfen. Natürlich. Danke. Sehr gern. Vater? Hast du einen Moment Zeit? Schau. Der Stoff bringt uns 25% Ausfall. Wir sollten die Produktion sofort stoppen. 25%, sagst du? Die sind kalkuliert. Das Material war so gut wie geschenkt. Dachte ich's mir doch. Vater, lass uns doch endlich auf Qualität und Klasse setzen. Was willst du? Mal zeigen, wo die Sonne aufgeht. Die Produktion läuft weiter. Den Berg? Ich bitte dich. Wir sind ein kleines Fischerboot auf dem globalen Weltmeer. Und auf dem Kurs Massenware bringen uns die Asiaten mit ihren Hungerlöhnen zum Kentern. Das Thema ist erledigt, mein Sohn. Gut. Monsieur Bakker, Sie haben Ihre Tasche vergessen. Danke. Sagen Sie bitte meinem Vater, ich bin sofort zurück, ja? Ja, Chef. Bist du verletzt? Bist du verletzt? Tut dir was weh? Hallo? Ich brauche dringend einen Notarzt. Notarzt? Bitte nicht. Kein Notarzt, nein. Einen Moment. Ganz sicher. Es tut dir nichts weh. Klar. Gut. Es hat sich erledigt. Komm, ich helfe dir hoch. Da haben wir beide nochmal Glück gehabt, ne? So. Das nächste Mal erst nach links und dann nach rechts schauen, ja? Bis dann, ja? Halt, warten Sie! Mein Handgelenk tut das weh. Ich muss da wohl draufgefallen sein. Gut, dann bringe ich dich doch zum Arzt. Komm, steig ein. Gib mir den Rucksack. Mira heißt du. Und aus München kommst du. Da habe ich auch mal gelebt. Und du bist hier ganz alleine? Wo sind deine Eltern? Wo die sind? Die sind im Hotel. Im Hotel? Mhm. Hallo. Guten Tag. Kommst du bitte mit? Wohin denn? Der Doktor, der hätte jetzt Zeit. Ich warte hier. Ich glaube, mein Handgelenk, das tut schon wieder. Das ist schon wieder voll okay. Okay. Ehrlich, tut gar nicht mehr weh. Gut, dann rufen wir jetzt deine Eltern an und die holen dich hier ab, ja? Aber meine Eltern können mich auf gar keinen Fall hier abholen, weil... Weil? Weil die treffen sich mit wichtigen Leuten. Außerdem komme ich ganz gut alleine zurecht. Hast du was am Bauch? Ja, mein Bauch. Mir ist zu schwummrig. Ich glaube, ich muss was trinken. Hier ist zu heiß. Na gut, dann komm. Viel besser als bei den Marokkanern in München, auf denen meine Mutter so steht. Das ist echt lecker hier. Echt? Du hast ja was. Wie jung du bist, Wahnsinn. Du?
Gut, bleiben wir beim Du. Jung, sagst du, ja? Danke. Danke für die Blumen. Ich schätze mal, wenn das aus deinem Mund kommt, ist das ein besonderes Lob. Aber ich denke, ich könnte dein Vater sein. Hallo? Ja? Nein, ich bin gleich da. Tut mir leid, es ist mir etwas dazwischen gekommen. In 30 Minuten bin ich bei Ihnen. Ja. Kein Problem. Ich muss jetzt gleich zum Bahnhof. Sonst bringen die es noch fertig und schicken meine Ware zurück. Aber ich muss dich noch ganz dringend was fragen. Du magst auch keine Tomaten? Da haben wir beide ja was gemeinsam. Bist du eigentlich, ich meine, hast du eine Frau? Eine wahrhaft lebenswichtige Frage. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Heißt das jetzt ja oder nein? Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja oder nein? Also, Mademoiselle Indiskret. Und Kinder? Hast du Kinder? Sag mal, darf ich dich auch mal was fragen? Willst du dich eigentlich für den Geheimdienst bewerben? Oder recherchierst du für dein Schülermagazin mit dem Thema der Unterschied zwischen marokkanischen und deutschen Männern? Hm? Also, wo wohnen deine Eltern? Meine Eltern... Das Palace Hotel. Meine Eltern wohnen im Palace Hotel. Ich wette, deine Eltern suchen dich schon. Nein, tun sie nicht, weil ich meine, die Wahrheit ist, ich habe nämlich gar keine Eltern. Nur eine Mutter und die... Nur? Hey, du machst mich ganz neidisch. Meine Mutter verschwand aus meinem Leben, als ich 5 Jahre alt war. Also, Mira aus Deutschland. Mach's gut. War schön, dich kennenzulernen. Ach ja, und viel Spaß in Marrakesch. Mensch, Mama. Und jetzt? Amin Barker. Rue Mamouni 21. Da wohnt er bestimmt. Super. Nun fahren Sie doch. Fahren Sie ein bisschen schneller. Aus Deutschland? Ja. Kenn ich gut. Als Kind. Ich bin in Bayern aufgewachsen, wissen Sie? Meine Eltern haben in Deutschland gearbeitet. Gut. Sehr schön. Ich bin auf der Suche nach meiner Tochter Mira. Die deutsche Polizei hat mir gesagt, ich könnte mich an sie wenden. Hübsches Mädchen. Haben Sie schon eine Tochter. Spur von ihr? Und sie ist auf der Suche nach einem Mann? Ja. Amin Barker. Also haben Sie Ihren Vater schon erreicht? Vielleicht ist sie jetzt zu ihm gegangen. Wissen Sie, das ist nicht so leicht. Hier in Marokko heißen sehr viele Männer Amin. Sogar Amin Barker. Nicht traurig sein. Vielleicht hilft der Computer. Kommen Sie. Saskia Schiller? Und sie sucht wen? Danke.
Vater, kannst du bitte für mich am Bahnhof fahren? Es gibt Ärger mit dem Zoll. Nein, jetzt gleich. Ich kann nicht. Und was hat sie an? Aber das habe ich in Deutschland doch schon alles gesagt. Also sie hat ein rosa T-Shirt an, das ist ein Baumwoll-Seidengemisch. Und dann hat sie einen Rucksack, da ist ein Teddy drauf. Den findet sie total peinlich, aber den hat sie von meiner Mutter geschenkt bekommen. Der ist ungefähr so groß. Darf ich? Saskia, du hast dich kaum verändert. Ja, du bist auch älter geworden. Deine Tochter? Ja, hast du sie gesehen? Kennst du Mira? Hast du mit ihr gesprochen? Wo ist sie? Hat sie sich bei dir gemeldet? Armin, bitte, wo ist meine Tochter? Das ist dein Koffer. Sie ist im Palace Hotel. Hey! Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht dieses Mädchen gesehen? Nein. Saskia, was macht deine Tochter alleine hier in Marrakesch? Saskia, du hast meine Frage nicht beantwortet. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht dieses Mädchen gesehen? Nein. Danke. Entschuldigung, haben Sie vielleicht dieses Mädchen gesehen? Nein. Saskia, kannst du mir jetzt bitte sagen, was sie hier alleine sucht? Sie sucht dich. Mich? Saskia? Warum? Saskia? Warum? Weil du ihr Vater bist. Armin, es tut mir leid, aber dass du es so erfährst, aber ich stand damals unter wahnsinnigem Druck. Ich war diesem Konflikt einfach nicht gewachsen. Ich konnte es dir deswegen nicht sagen. Ja? Habt ihr eine Spur? Nein, hier ist sie nicht. Gut. Wir werden sie finden. Komm. Na komm schon, ich tu dir nichts. Ach, du bist nur hier, um meine Kekse zu fressen. Na danke. Hier für Sie. Danke. Hast du's? Komm. Thank you.
Bist du wieder da, um meine Kekse zu klauen? Oh, so war das doch gar nicht gemeint. Du kennst dich ja auch nicht aus in diesem Durcheinander, oder? Du Klette, du. Die Stadt ist so riesig. So viele Menschen. Was, wenn sie in falsche Hände gerät? Amin, wir können doch nicht einfach nur abwarten. Lass uns doch mal zu deiner Firma fahren, die kennt sie. Vielleicht ist sie da noch mal hingefahren. Amin, jetzt sag doch was. Sprich mit mir. Amin, ich sterbe vor Angst, jetzt mach es doch nicht noch schlimmer. Hast du schon mal einen Menschen gehasst? Ich müsste dich hassen. Du warst damals die Welt für mich. Meine erste wirkliche Liebe. Und dann fand ich diesen Brief. So verletzt hatte mich noch nie jemand. Amin, wir waren damals jung. Und du hast sie mir gestohlen. Meine eigene Tochter. Ich durfte nicht miterleben, wie sie ihre ersten Schritte machte. Wie sie das erste Mal lächelt. Dazu hattest du kein Recht. Dazu hat keine Mutter auf dieser ganzen Welt ein Recht. Amin, wir waren damals nicht allein. Es... Ach ja, wie überraschend. Wie viele Lover hattest du denn? Wie viele Männer waren denn im Spiel, bis du mir von einem Tag auf den anderen einen Tritt versetzt hast? Okay, ich war vielleicht jung und naiv. Aber du warst grausam. Grausam? Ich? Du weißt gar nichts. Du weißt überhaupt nichts. Warte! 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 Lass mich! Wir können sie nur gemeinsam finden. Du und ich. Du hast recht, vielleicht wartet sie wirklich vor meinem Büro. Lass uns hinfahren, ja. Sag mir nur, warum. Warum was? Warum sie mich gerade jetzt sucht. Sie will ihren Vater kennenlernen. Und sie will mich bestrafen. Es ist im Moment eine etwas schwierige Phase für sie. Ich habe jemanden kennengelernt. Und wir wollen heiraten. Ich glaube, wir sind im Kreis gelaufen. Wenn wir doch endlich mal hier rauskommen würden. Ich glaube, ich frage noch mal. Klette, komm. Klette? Bei Fuß. Hey, Klette. Salam alaikum. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Vielen Dank. Dankeschön. Du bist ja so ein tapferer Beschützer.
Haben Sie die Kleine gesehen? Nein, Chef. Hier war du wartest jemand. Hier, ja? Die ganze Zeit Kommen Sie. Nicht. Robert, ich bin's. Saskia, endlich. Süße, wie geht's dir? Hast du deinen Ex gefunden? Weiß er, wo sie ist? Nein, wir suchen sie immer noch. Und? Hast du bei der Bank nachgefragt? Gibt's irgendwas Neues? Naja, am Anfang wollten sie mir natürlich keine Auskunft geben, aber Fakt ist, seit der Flugbuchung ist keine Kontobewegung mehr gewesen. Das heißt, Mira hat deine Karte nicht mehr benutzt. Verstehe. Nein, ich weiß, Robert. Ja, das ist auch ganz lieb von dir. Ja, vielen Dank, ne? Okay. Ich melde mich wieder, ja? Ja, ich dich auch. Ciao. Kein Problem. Sobald Mira hier auftaucht, geben mir die Kollegen Bescheid. Ja? Ja. Das heißt? Das heißt, dass niemand sie gesehen hat. Psst, jetzt beruhig dich doch mal. Du behauptest doch, sie ist meine Tochter. Naja, dann ist sie auch clever. Vielleicht wartet sie ja schon vor meiner Haustür. Komm. Und Mira mag ihn nicht, nein? Wen? Ach, Robert, nein. Doch! Ich will mit ihr nach München ziehen und das überfordert sie im Moment einfach ein bisschen. Amin, da ist sie! Ganz sicher, das ist sie! Halt an, fahr rechts ran! Mama? Mama! Mira! Mira! Mama! Oh, Schatz! Oh, Schatz! Wie kommst du hierher? Was glaubst du? Ich bin geschwommen. Ich habe solche Angst gehabt. Gott sei Dank. Ist alles in Ordnung? Ja. Oh. Komm. Komm. Hallo. Hallo. Komm, verschwinde. Nein, das ist meiner. Was? Die Flohschleuder? Komm her, Klette. Der hat mir das Leben gerettet. Das ist ja wie ein Paradies hier. Dank meiner Großmutter. Sie hat alle Pflanzen selbst großgezogen. Hallo. Guten Appetit. Danke. Kette, komm. Der Hund bleibt draußen. Wieso denn? Mama, wieso soll der denn draußen bleiben? Weil dein Vater das sagt. Und du wolltest ihn doch kennenlernen. Ach nein. Klette, komm. Wer sind denn die Nachbarn da draußen? Das ist mein Bruder und seine Frau. Arbeitet der auch bei euch in der Firma? Nein, er hält's mit unserem Vater nicht aus. Und du lebst hier allein? Was willst du wissen? Ob ich verheiratet bin? Nein, in puncto Frauen bin ich ein gebranntes Kind, das weißt du doch, oder? Also, ich habe ganz schön Hunger. Ach Gott, meine Süße, klar, du hast jetzt seit dem Flug nichts mehr gegessen. Hm? Doch, das hat sie. Sie mag keine Tomaten, stimmt's, Mira? Was ist das? Das ist Couscous, nach dem Rezept meiner Großmutter. Das hast du früher auch immer gekocht. Oh.
Weißt du, wie viel Angst ich hatte? Die waren mir so dicht auf den Fersen, die hätten mich beinahe gefangen. Ja, und dann schoss auf einmal Klette um die Ecke und fing an zu bellen, was das Zeug hält. Und die waren so erschrocken, dass die wie auf Kommando stehen geblieben sind. Ja, und den Moment, den habe ich natürlich genutzt, um abzuhauen und Hilfe zu holen. Ja, und die Geschichte mit der Marokkanerin, die kennt ihr ja schon. Warum guckst du denn so? Naja, weil... Weil? Weil wir sitzen, wie eine Familie. So eine richtige, oder? Wie schön sich das anfühlen kann. Was denn? Das Leben? Ja. Was hast du so daraus gemacht? Aus meinem Leben? Ich habe eine kleine Boutique in der Provinz und verkaufe die Mode, die andere entworfen haben. Wieso? Du warst auf dem besten Weg, eine gefragte Designerin zu werden. Und da gehst du raus aus der Firma? Schmeißt deinen Job, kappst alle Verbindungen und verschwindest aus München. Weil du noch in München warst. Du hast recht. Es gab jemand, der Druck auf mich ausgeübt hat. Ich wusste, dass ein anderer Mann im Spiel war. Amin, es war dein Vater. Unsinn, der war 2000 Kilometer von uns entfernt, hier in Marrakesch. Du hattest ihm einen Brief geschrieben, erinnerst du dich noch? 3 Tage, bevor du nach Mailand zur Modemesse gefahren bist. Und was kombiniert dein Vater, dessen Sohn in glühenden Farben von Deutschland schwärmt und nicht mehr nach Hause möchte? Aber von dir stand in dem Brief kein Wort. Nein. Vielleicht hat er sich an seine eigenen Gefühle erinnert, als er damals deine Mutter getroffen hat. Auf jeden Fall rief er meinen Chef an und fragte exakt nach, mit wem du Kontakt hattest. Setzte sich in ein Flugzeug und stand vor meiner Tür. Vor deiner Tür in München? Ja. Madame Schiller, guten Tag. Mohammed Barker, ich bin der Vater von Ami. Mich hat fast der Schlag getroffen. Du warst in Mailand und ich... Ich war an dem Tag sowieso schon vollkommen durcheinander. Ich hatte gerade erfahren, dass ich schwanger von dir war. Und dann war dein Vater da, mit seiner ganzen Autorität. Tja, sehen Sie, Frau Schiller, Sie werden nicht die erste Deutsche sein, die meinem Sohn das Herz bricht. Amins Mutter war so hübsch und so deutsch wie Sie. Als er 5 Jahre alt war, hat sie uns verlassen. Das hat er gesagt? Was ich Ihnen jetzt sage, sage ich nur einmal, Frau Schiller. Wenn Sie weiterhin versuchen sollten, meinen Sohn zu sehen, und ihn gar zu heiraten, werde ich diesen Scheck stornieren und bei mir nach der Stelle enterben. Über einen Bruch mit seiner ersten Liebe kommt ein 18-Jähriger hinweg. Aber ich warne Sie, ein Bruch mit mir würde meinem Sohn das Herz brechen. Nehmen Sie wohl, Frau Schiller. Und dann ging er und ließ mich allein. Am Rande eines Abgrunds. Warum hast du mir das alles nie erzählt? Mal ehrlich, Armin, wie hättest du dich damals entschieden? Ich hätte ihn zur Hölle gewünscht. Du hättest deinen Vater verflucht und mich heiraten wollen. Armin, dein Vater hat dir damals unheimlich viel bedeutet. Na und? Wie konntest du nur? Verschwindest aus meinem Leben, ohne ein Wort zu sagen. Saskia. Sieh mal, ein Hauch von Sonne und schon tanzen die Vögel. Es ging damals nicht mehr nur um dich und um mich. Ich war schwanger, ich musste in Ruhe nachdenken. Wo warst du?
Ich habe in München jeden Stein nach dir umgedreht. Ich bin zu meinem Bruder nach Florenz geflogen. Italien. Eines muss man meinem Vater lassen. Er ist ein guter Geschäftsmann. Lock dich mit $50,000 und du bist weg. Na schön. Wenn du meinst, ich bin müde. Ich gehe noch ein paar Stunden schlafen, ja? Gute Nacht, Armin. Was? Wahnsinn, ich bin in Marrakesch. Nach Klette schauen. In Klette, da bist du ja. Hallo, ich bin Mira. Hallo. Wo ist eigentlich Armin? Also, ich meine meinen Vater. Dein Vater? Mhm. Wir sehen uns gleich, Herr. Armin. Nicht schade. Vater. Schöner wäre ja, ich würde dich auch mal beten, da drin sehen. Schöner, ja. Nur was für dich schön ist, muss nicht für mich gelten. Vater, verstehst du eigentlich, was ich meine? Ihr habt das Mädchen gefunden, ja? Das Mädchen? Das Mädchen ist meine Tochter. Verstehst du denn nicht? Amina, das wusste ich nicht. Hör mir zu, ich wollte dich beschützen damals. Ich wollte verhindern, dass mein Sohn dieselbe Schmach durchleben muss wie ich. Schmach? Hast du jemals darüber nachgedacht, welchen Anteil du daran hattest, dass meine Mutter uns weglief? Sie war eine Deutsche, Armin. Darum. Für uns ist die Familie der Pulsschlag des Lebens. Aber für sie, die Deutschen hatten keinen Respekt vor der Ehe. Spürst du eigentlich manchmal, wie einsam du bist? Weil du nie dazulernen willst. Wie deine Welt arm und ärmer wird. Weil du dich vor allem verschließt, was neu und anders ist. Wie sprichst du mit mir? Wie ich mit dir spreche? Respektlos? Nein. Respektlos ist für mich jemand, der hinterrücks, hinter dem Rücken seines Sohnes, mit Geld dessen Leben zerstört. Ich habe dich immer bewundert. Für alles. Du hast in deinem Leben viel erreicht. Ich will nicht zornig werden. Nicht gegen dich. Und darum werde ich aussteigen aus unserer Firma. Was? Was wirst du? Und aus deinem Leben. Du bist mein Vater. Und dafür werde ich dich ewig ehren. Aber zu sagen, haben wir uns nichts mehr. Leb wohl. Bruni, was, nur über Frankfurt? Nein, ist egal. Ja, völlig. Wann? Ja, Moment.
Wer? Miras Vater? Das erzähle ich dir später. Ja. Okay, schieß los. Wann geht der nächste Flieger? Mensch, Mama, Armins Familie, die sind alle total nett und... Wann geht? 14.30 Uhr und der Anschluss 17 Uhr. Und der nächste Flieger? 16.30 Uhr und der Anschluss 19 Uhr. Was machst du denn? Und in beiden Fliegern ist noch Platz? Ja, das ist ja großartig. Du, pass auf. Armin ist kurz weg, aber ich denke, wenn er wiederkommt, dann frage ich ihn sofort, wie lange wir zum Flughafen brauchen. Ja, ich melde mich dann bei dir nochmal. Danke, Froni. Bis dann. Tschüss. Das ist nicht dein Ernst, oder? Erst unterschlägst du mir meinen Vater, mein Leben lang. Und jetzt darf ich ihn nicht einmal richtig kennenlernen? Mira, bitte. Da, die Familie dort. Die gehört auch mir. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Und mein Vater, der... Mira, was ist denn in dich gefahren? Du musst zur Schule und ich muss zur Arbeit. Na und? Du machst mir alles kaputt. Immer, mein ganzes Leben. Und außerdem hast du dich doch nur vom Papa getrennt, weil er aus Marokko kommt und du dich für ihn geschämt hast. So ist das doch, oder? Sag mal, warum erzählst du uns das denn nicht? Das müssen wir doch Oma, was soll ich dir sagen? Ich bin selbst über Nacht zum Vater geworden. Bis gleich, ja? Bis gleich. Ach, Mira, so ein Unsinn. Hm? Komm mal her zu mir. Ja, kletter du auch. Weißt du, die Zeit mit deinem Vater, die war wunderschön. Ich habe immer gedacht, jeder sieht es mir an, wenn ich auf der Straße bin. So war das Leuchten in mir. So verliebt war ich. Aber irgendwann ist selbst das größte Glück vorbei. Und dann verflüchtigt sich die Liebe. So ein Blödsinn. Denn Robert ist manchmal ein echtes Ekelpaket. Und du willst ihn trotzdem noch heiraten. Mira, jetzt reicht's. Damals ging es nicht einfach nur um mich und deinen Vater. Es war viel komplizierter. Ich erkläre es dir ein andermal, ja? Ganz in Ruhe, aber jetzt... Guten Morgen. Hier riecht es nach frischem Thymian und ein bisschen Ärger. Kann das sein? Was macht der Hund hier? Der ist doch entlaust. Ich habe morgen nur Kunst und Musik und Mama will schon wieder nach Hause. Dabei war der Weg so weit und es war so schwer. Ich hasse dich. Mira, bitte. Naja, vielleicht hat sie ja wichtige Termine in Deutschland. Oder? Saskia, ich zeige euch Marrakesch und Umgebung und ihr fliegt doch erst übermorgen. Ja, bitte. Mach nicht immer alles kaputt. Das hier ist das moderne Marrakesch. Zwei Gesichter einer Stadt. Ein ziemlicher Kontrast. Findest du dich auch? Voll krass, aber total toll. Sag mal, magst du eigentlich Pferde? Pferde? Ich liebe Pferde. Ich wollte schon immer reiten lernen, aber irgendwie hat das nie geklappt. Wieso? Nur so. Ja? Ach, Robert. Komm. Na, wie geht's? Was ist denn das für ein Lärm bei dir? Sprich doch mal ein bisschen lauter. Nein, stinke einsam fühle ich mich. Warum meldest du dich nicht? Warum rufst du nie an? Ach, Robert. Du weißt ja gar nicht, wie kompliziert das hier alles ist. Ja, aber uns geht es gut. Wir kommen übermorgen zurück. Übermorgen? Was machst du denn da in Marrakesch? Alte Geschichten aufwärmen, hm? Hast du Mira wenigstens mal ordentlich den Kopf gewaschen? Mira will ihren Vater kennenlernen und das steht hier auch zu. Nein, ich lass mich nicht auf der Nase rumtanzen. So ein Unsinn. Robert, jetzt reicht es. Wirklich. So einfach ist das alles nicht. Du, Papa? Klingt nicht übel. Bitte sehr. Ja, wir hätten gern 3 Tee und gemischtes Gepäck, wenn's geht, bitte. Natürlich. Gern. Weißt du eigentlich, dass Mama heiraten will? Schon. Wieso? Ja, ich finde, irgendwie passt er gar nicht zu dir. Der ist so kleinlich. Und außerdem total eitel.
Ich wette, der guckt tausendmal am Tag in den Spiegel, um zu sehen, ob er noch ja so schön aussieht. Aber das ist doch keine Sünde, oder? In den meisten Fällen nur einfach ein Irrtum. Weißt du, was das Schlimmste ist? Mama wird zu ihm nach München ziehen. Hey, na? Na? Stürch? Hast du was Schönes gekauft? Ja. Darf ich? Ja. Wunderbare Qualität. Und diese Farbe. Aber du hast schon immer Geschmack gehabt. Ich dachte, ein Trägerkleid wäre schön. Kannst du dich noch an die taillierte Jacke erinnern, die du damals für uns entworfen hast? Der hat meinem Vater einen Haufen Geld verdient. Weißt du, Mira, deine Mutter ist wirklich talentiert. Oh, sieht gut aus. Für dich oder für mich? Wie? Naja, deine Mutter mag keine Witze. Oder? Wie frische Wiesen am Rande der Wüste. Gar nicht. Eher wie frischer Regen nach einem irre heißen Tag. Nein, nein, Moment. Wie ein Bergquell nach einem langen Marsch. Ich weiß, wie. Mama kauft noch einen Berg von Seide und wir bleiben hier. Wie aus einer anderen Zeit. Fantastisch, hä? Das Kunstreiten hat bei uns Tradition. Du solltest im Juni da sein. Da findet ein ganz, ganz großes Folklorefest statt. Das ist magisch. Wie tausend und eine Nacht. Da muss ich unbedingt hin. Kann ich? Mama, hast du das gesehen? Das ist ja der Wahnsinn. Armin, nimm sie mir nicht weg. Schon klar. Bist du glücklich? So glücklich wie noch nie. Mann, war das lecker. Mir tut mein Bauch weh. Mir tut mein Po weh. Sehr witzig. Naja, du wolltest ja mit dem Esel reiten, oder? Hey, Klette, was hast du denn da? Zeig mal her. Sie ist glücklich. Sehr glücklich. Oh, ein Hüpferstein. Du bist ein schlauer Hund. Au! Au! Mama! Gott, Mira, was ist das? Ein Butos. Was ein Butos? Was ist ein Butos? Ein Skorpion. Wie, sowas gibt es hier? Mir ist schlecht. Mira, wir brauchen einen Rettungswagen. Was machen wir denn jetzt? Ich habe mein Handy im Auto liegen lassen. Hier. Armin, ist dieser Brutus lebensgefährlich? Wir sind in einem Funkloch. Was? Was machen wir denn jetzt? Es ist alles nur deine Schuld. Busan, ja? Die Lehmhütte ist 15 Minuten von hier entfernt. Gibt es diesen Heiler noch? Gut.
Mach mal ein Pferd bereit. Mach ist das ein Krankenhaus? Nein. Amin! Jetzt beruhig dich endlich! Und vertrau mir! Hier. Vorsichtig. Danke. Danke. Amin! Und? Wie geht's dir? Bleib ruhig. Er ist ein geachteter Heiler in dieser Gegend. Unsere Tochter ist in guten Händen. Setz dich bitte. غير تندو تندو البنت راه بخير وعلى خير ما كاينش تخلو راح نعمل لها جميع المسائل اللي قدرنا عليها شكرا und er hat Miras Kreislauf stabilisiert sie schläft jetzt wir müssen warten bis das Fieber unten ist es gibt kein Gegenserum nein es gibt kein Gegengift nicht bei diesem Skorpion Wir können ihm vertrauen. Mira sehr. Und das macht mich sehr glücklich. Ist meine Tasche weg? Die habe ich. Danke. Ami, das Taxi ist da. Oma, danke. Jetzt schon? Ja. Ich habe meine Jacke nach oben. Saskia, bitte mach keine Hektik. Die Zeit reicht vollkommen. Ja, okay. Mist. Kletter hat meine Schuhe zerschnitzt. Naja, wer Raubtiere besitzt, der muss auch mit ihnen leben können. Komm, ich helfe dir. So, das Help ist Deutschland. Und wann sehen wir uns wieder? Weißt du, Mira, wo es Begegnungen gibt, da gibt es auch Trennungen. Und wo es eine Trennung gibt, da gibt es auch ein Wiedersehen. Aber wann? Sobald es deine Mutter erlaubt.
Aber erstmal sind wir dankbar, dass du alles gut überstanden hast. Weißt du, mit einem Skorpion ist nicht zu spaßen. Sei brav, Kleine. Macht's gut. Besucht uns bald wieder. Ihr seid immer willkommen, das weißt du. Ganz bestimmt. Es war schön hier. Gut. Gute Reise. Soll ich nicht besser mitkommen? Nein. Du hast doch Bahnhöfe und Flughäfen. Das weißt du noch. Ja. Wir passen gut auf ihn auf. Schenk mir nur noch ein Lächeln. Das reicht. Okay. Also, dann mach's gut. Ach ja. Schöne Hochzeit. Was? Naja, ich meine deine Hochzeit. Ach so, ja. Ja, ich melde mich bei dir. Ganz bald. Sagst du? Nein, ich verstehe kein Wort. Wo bist du? Wo ist denn? Meine Jacke ist weg. Mama! Warte mal, Sekunde. Mein Engel will mir gerade liebevoll eine Frage stellen. Schatz, was ist? Du hast meine Jacke bei Papa vergessen. Ich bin froh, dass ich an meine eigene Jacke gedacht habe. Hallo, mein Leben. Robert. Könnte mir mal bitte jemand behilflich sein? Hey, jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Mach ich doch gar nicht. Der da ist Mamas Lover. Und mein richtiger Vater, der gehört nur mir. Ah ja. Die sind zwar nicht ganz so schön wie du, aber ich dachte, die passen einfach zu dir. Die sind wunderschön. Und sie riechen ganz toll. Na, auf jeden Fall besser als die Fettnäpfchen, in die ich in der letzten Zeit dauernd trete. Aber ich werde mich besser. Das verspreche ich dir. Wunderbar. Sind da noch viele Kisten? Mindestens 10. Vorsicht, der Buchsbaum. Ja, ja. Ich muss verrückt sein, total verrückt. Mhm. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Das ist der Sessel meiner Mutter. Entschuldigung, was ist denn das, ja? Saskia? Süßer, entschuldige, aber dieses Monstrum da draußen, ja, dieser hässliche, rote, alte Sessel, wo bitteschön soll der bei mir stehen? Das ist der Lieblingssessel meiner Mutter gewesen. Sie hat immer total gerne drauf gesessen. Ja, so sieht auch aus. Na komm, vergiss es. Ich liebe diesen Sessel. Der bekommt ab jetzt einen Sonderplatz, okay? Süße, es wird alles gut. Komm. Komm her. Okay, ich singe weiter im Musical. Morgen ist die Aufführung in der Schule. Das Konzert wird im Internet übertragen. Ich schicke dir den Link. Und Mama ist so ätzend. Launisch wie Aprilwetter. Dabei bin ich doch in der Pubertät. Mira, nicht Mama. Der Umzug ist ätzend. Ja? Mira, ich hab zu tun. Ich muss hier durchkommen. Wir sprechen uns heute Abend, ja? Okay. Bis dann. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen, Vater. Für dich. Es gibt einen Gedanken an mir, der mir in den letzten Tagen und Stunden nicht mehr aus dem Sinn geht. Als Mensch geboren zu werden, weißt du, das passiert uns einfach. Doch als Mensch zu leben, das ist die Kunst.
Was ist das? Ein Scheck. Den habe ich Frau Schiller ausgestellt vor 15 Jahren. Aber, tja, deutsche Frauen haben auch ihren Stolz. Sie hatte mir postwendend zurückgeschickt. Zurückgeschickt? Ja. Amina, glaub mir, keinem Mann fällt es leicht, sich den Moment zu stellen, wenn sein Sohn ihn überholt. Aber jetzt wird es Zeit für mich. Ich werde die Firma verlassen. Nicht du. Und Tayan ist alles geregelt, das wirst du da sehen. Ab jetzt bist du hier der Chef. Und ich werde, naja, ich werde reisen. Viel Glück, mein Sohn. Vater, was willst du sagen? Inshallah. Vater! Vater! Danke. Mira. Das ist in Deutschland. Sie singt in Deutschland. Nicht schlecht. Cool. Wie schön sie aussieht. Kannst du sehen? Ja, unsere Cousine ist ein Bühnenstar. Ja. Erkennst du sie? Toll, nicht? Du kannst stolz sein auf ihn. Ich weiß. Hier? Lass dich überraschen. So. Hier? Ja. Du musst dir das Ganze natürlich dekoriert vorstellen. Alles voller Blumen. Hier hast du Luft zum Atmen. Die Toiletten sind gleich nebenan. Das ist doch perfekt, oder? Ja, und wo tanzen wir? Wozu denn tanzen? Also, Sie können sich ja ganz in Ruhe beraten und ich komme dann einfach später nochmal wegen Speisen und Getränken. Sprechen wir einfach nochmal separat. Ja. Die kochen ja nämlich fantastisch. Und weißt du, was das Beste ist? Ich habe hier sensationelle Sonderkonditionen. Na und? Weißt du, ich finde, eine Hochzeit ohne Tanzen, das ist wie eine Ehe ohne Sex. Wie eine Ehe. Na super. Ich denke, ich mache dir eine Freude und seitdem du weg warst, na. Willst du auch ein? Was ist das? Na, Pfefferminz. Wie lange kennst du mich schon? Ich hasse Pfefferminz. Warum kannst du dir das nicht merken? Süßer? Seit ich weg war. Ja, du hast recht. Weißt du, was ich mich in letzter Zeit manchmal frage? Na was?
Und mein Wunsch, mich zu verlieben, manchmal vielleicht größer war als mein Gefühl zu dir. Es ist nichts mehr, wie es war. Habe ich recht? Aber tu mir einen Gefallen und frag mich bitte, bitte nur nicht eins. Was? Ob wir Freunde bleiben können. Aber solltest du mich das fragen? Die Antwort wäre ja. Du bist wundervoll. Ja, Mira? Mensch, Papa, Wahnsinn, das glaubst du nicht. Sag bloß, sie zieht wieder ein. Das ist eine gute Nachricht. Die? Super. Schrecklich, oder? Jetzt lebe ich schon 1000 Jahre mit Mira allein. Und war ich einen einzigen Tag unglücklich? Auf gar keinen Fall. Nur 99 von 100. Du lebst doch auch allein. Ja, eben. Erschrecken. Wir beide haben dir was mitgebracht. Er und ich. Was? Ach ja, fühl mal. Wow, das fühlt sich toll an. Feinste Seide. Ich stelle gerade die Produktpalette in meiner Firma um. Aber das i-Tüpfelchen fehlt mir noch. Ach ja? Jemand mit Talent, eine Modeschöpferin. Und da dachte ich, ich frag mal, ob du vielleicht... Was? Naja, ob du mit mir oder... Also, ob wir beide... Zusammenkommen? Du meinst beruflich? Keine schlechte Idee. Unter einer Bedingung. Ich bleibe weiter mit Mira hier in Deutschland wohnen. Ich behalte mein Haus. Und zweitens, Mira bleibt auf alle Fälle auf ihrer Schule. Ganz deiner Meinung. Aber darf ich auch mal was sagen? Mira, die Schule. Du hast da was. Wo? Hier. Wo? Hier. Von Anfang an gewusst. Wir sind Fisherman's Friends. Das ist wirklich passiert. Sie sind gut, Mann. Echt gut. Ich bin in der Musikbranche und würde Sie gern managen. Wir glauben, Sie kommen ganz groß raus. Denken Sie an The Jackson 5. Take that. Grandpa ist auf YouTube.
Fisherman's Friends. Vom Kutter in die Charts. Heute um 20.15 Uhr im RBB. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Ich möchte mit Julia leben. Wie stellst du dir das vor? Eine Liebe, die nicht sein darf. Er hat sich in die Tochter von Dunja Hausmann verliebt. Sie sind Julias Mutter? Ist das ein Problem für Sie? Sie ist ein schädliches Element. Die Dissidententochter der Familie können wir doch einpacken, können wir da. Eine Liebe, die alles verändert. Ich warne dich, Martin. Mach mich nicht zu deinem Gegner. Arbeiten Sie mit uns zusammen? Weißen See, die erste Staffel der preisgekrönten Serie. Heute 22.15 Uhr im RBB. Ich bin Carsten Zumack und berichte für Sie aus dem Landkreis Oberhavel. Guten Tag und herzlich willkommen zu RBB 24 um 16 Uhr. Schön, dass Sie dabei sind. Am Flughafen BER kommt es zu massiven Einschränkungen für Reisende. Der Grund: Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Wegen des Streiks heben den ganzen Tag keine Passagierflugzeuge ab. Ohne die Beschäftigten der Fluggastkontrolle geht am BER nichts mehr. Sämtliche Abflüge sind gestrichen, auch bei den Landungen kommt es zu Ausfällen. Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Streik die Arbeitgeber im laufenden Tarifkonflikt dazu bringen, ein verbessertes Angebot vorzulegen. Bislang blieben 5 Verhandlungsrunden für etwa 25.000 Beschäftigte an 5 deutschen Flughäfen ohne Ergebnis. Wir reden seit Dezember mit den Arbeitgebern in vielen, vielen Verhandlungsrunden, kommen nicht zu einem Ergebnis. Und das ist jetzt der zweite Streik der Luftsicherheit hier am BER. Und demzufolge versuchen wir nächste Woche jetzt eine Lösung zu finden, in der Hoffnung, dass der Arbeitgeber sich auf Kompromisse einlässt. Verdi fordert für ihre Beschäftigten eine Lohnerhöhung von 2,80 Euro die Stunde und einen Mehrarbeitszuschlag von 30%. Morgen sind weitere Warnstreiks im Flugverkehr geplant. Davon ist der BER aber nicht betroffen. Der Papierhersteller Leiber aus Schwedt plant, rund 100 Arbeitsplätze abzubauen. Gestern habe das Unternehmen die Belegschaft in Kenntnis gesetzt. Grund ist die Schließung einer Produktionslinie zur Herstellung grafischer Papiere wegen rückläufiger Nachfrage. Schwedt ist Leibers größter europäischer Standort für Papier auf 100% Recyclingbasis. Nach dem Besuch von Tesla-Chef Musk gibt es neue Bekanntmachungen. Im Werk in Grünheide sollen laut einem Medienbericht weitere Modelle produziert werden. Unternehmenschef Musk hat dem Handelsblatt gesagt, dass für die nächsten Jahre günstigere Elektroautos geplant sind und die Produktion definitiv an dem Standort bei Berlin produziert werden soll. Aus seiner Sicht sei es auch sinnvoll, den Elektrosattelschlepper in Grünheide zu bauen. Bisher wird der nur in den USA produziert. Marihuana und Haschisch sollen für Erwachsene legal werden, unter Bedingungen. Das ist eines der großen gesellschaftspolitischen Vorhaben der Bundesregierung. Und darum gab und gibt es immer wieder Debatten. Der Bundestag hat die kontrollierte Freigabe beschlossen. Doch es formt sich weiter Widerstand, auch bei uns in der Region. Ab April soll das neue Cannabis-Gesetz in Kraft treten. Der Besitz von kleineren Mengen Cannabis soll dann straffrei sein, mit dem Ziel, Behörden zu entlasten. Doch Berliner Justizsenatorin Badenberg warnt vor einem Bürokratiemonster. Statt zu Entlastungen würde es in den Justizbehörden zu erheblichen Zusatzbelastungen kommen. Zum einen sind die Regelungen total kleinteilig. Es wird ein Riesenaufwand zukommen auf die Polizei und auch auf die Staatsanwaltschaft, um dieses Gesetz überhaupt mit Leben zu füllen. Es wird zu einem Überangebot kommen, was den Schwarzmarkt nicht eindämmen, sondern den Schwarzmarkt erstmal ankurbeln wird. Dadurch wachse der Druck auf die ohnehin belasteten Behörden. Durch die vorgesehene Amnestieregelung müssten bereits abgeurteilte Straftaten nochmals überprüft werden, wenn sie nach dem neuen Gesetz keine mehr sind. Der Berliner Justiz stünden dann tausende Einzelprüfungen bevor, so Badenberg weiter. Mehr zu diesem Thema sehen Sie heute Abend um 21.45 Uhr im ARD Politmagazin Kontraste. Der Umweltausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus hat den Weg freigemacht für eine Erweiterung der geflüchteten Unterkunft auf dem Tempelhofer Feld.
Das bereits bestehende Containerdorf soll um weitere 14 Hektar wachsen. Das wurde im Ausschuss mit den Stimmen der Koalition von CDU und SPD beschlossen. Dafür soll das Tempelhofer Feldgesetz, das eine Bebauung der Fläche verbietet, geändert werden. Die zusätzliche Fläche soll bis maximal Ende 2028 für den Aufbau weiterer Tempo-Homes genutzt werden. Wegen einer Gashavarie sind am Vormittag vorsorglich zwei Mehrfamilienhäuser in Berlin-Grunewald geräumt worden. Die Gasleitung wurde bei Bauarbeiten in der Bettinerstraße beschädigt. Wie ein Feuerwehrsprecher dem RBB sagte, strömt inzwischen kein Gas mehr aus. Es sei niemand verletzt worden. Für die Reparatur der Gasleitung musste die benachbarte Fontanestraße gesperrt werden. Davon waren auch zwei Buslinien der BVG betroffen. Vor dem Berliner Landgericht hat der Mordprozess gegen einen früheren Stasi-Offizier begonnen. Der heute 80-Jährige soll vor 50 Jahren am Grenzübergang Friedrichstraße einen Polen erschossen haben, der seine Ausreise nach West-Berlin erzwingen wollte. Die Staatsanwaltschaft hat die Identität des Schützen erst vor einigen Jahren aus dem Stasi-Unterlagenarchiv erfahren. Sie ging zunächst von Totschlag und damit Verjährung des Falls aus. Inzwischen sieht sie jedoch das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Auf der Sitzung des Braunkohlenausschusses in Cottbus hat der Lausitzer Tagebau- und Kraftwerksbetreiber LEAG sein Sicherungskonzept für den Cottbuser Ostsee vorgestellt. In den vergangenen zwei Jahren gab es unter anderem wegen der Trockenheit mehrere überraschende Rutschungen und Böschungsabbrüche im Uferbereich. Die müssen oder sollen saniert werden. Laut der LEAG sollen die Sicherungsarbeiten die Flutung nicht behindern. Der Cottbuser Ostsee soll bis Mitte der 2020er Jahre fertig geflutet sein. Er wäre dann Brandenburgs größter See. Seit rund 7 Jahren wehren sich Einwohner des Oderbruchdorfs Alt-Wustrow gegen einen riesigen Güllebehälter in ihrem Ort. Zuletzt vor dem Verwaltungsgericht. Vielleicht erfolglos, wie der zuständige Richter andeutete. Er habe keine Zweifel, dass die Baugenehmigung korrekt war. In dem Streit geht es um diese fast 11 Meter hohe Anlage. Ein Landwirt lagert hier die Gülle aus mehreren Rinderställen in der Region ein. Einwohner von Alt-Wustrow kritisieren die Geruchsbelästigung und den zusätzlichen Verkehr bei der Anlieferung. Zudem werde das Ortsbild ihres denkmalgeschützten Dorfs beeinträchtigt. Auch der Brandenburg Aktuell Robur hatte über den Fall mehrfach berichtet. Dieser Behälter dominiert einfach das Dorfbild. Und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wieso jemand, der seinen Betrieb 10 Kilometer weiter hat, die Gülle zu uns fahren muss, um sie dann in den entsprechenden Jahreszeiten wieder abzuholen. Mit einem abschließenden Urteil wird spätestens morgen gerechnet. Kommenden Dienstag können Sie die zweite Sendung des neuen RBB-Bürgertalks Wir wollen reden sehen, hier im RBB-Fernsehen. 4 Reporter sind schon jetzt in Berlin-Falkenberg unterwegs. Einer von ihnen ist Thomas Rostek und der ist uns jetzt zugeschaltet. Thomas, wo bist du denn genau und an welchen Themen seid ihr dran? Ja, Dilek, wir sind wieder unterwegs für Wir wollen reden und zwar aus Berlin, wie du richtig gesagt hast, aus Lichtenberg, genauer gesagt Falkenberg, einem Ortsteil von Lichtenberg. Und ich stehe nicht umsonst hier im Neubaugebiet von Falkenberg, denn darum wird es unter anderem gehen. 1200 Wohnungen sind hier geplant im Neubaugebiet. Bisher ist nur ein Teil davon gebaut worden. Und wenn man sozusagen sich das Ganze mal anschaut, ein Teil davon ist eben gebaut worden. Es gibt aber noch einige Brachflächen, einiges Bauland und das liegt daran, dass die Rotbauchunke dort wohnt, eine geschützte Amphibienart. Also das Ganze hat eben das Tier hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht und der Baustopp, der nervt wirklich viele. Und dann ist da auch noch das Thema der Infrastruktur, der fehlenden oder zumindest schlecht ausgebauten Infrastruktur. Das nervt hier viele Anwohnende und Anwohnende. Und auch das könnte ein Thema werden für die kommende Sendung. Jetzt recherchieren wir 4 Reporterinnen und Reporter auf jeden Fall nochmal weiter. Wärmste Empfehlung auf jeden Fall, Dienstag einschalten, 20.15 Uhr im RBB. Fernsehen. Vielen Dank, Thomas Rostek. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg bekommt in diesem Jahr 4 Grimme-Preise und einen Sonderpreis. So wird zum Beispiel der Dokumentarfilm 3 Frauen, ein Krieg mit dem Publikumspreis und einer Auszeichnung im Bereich Information und Kultur geehrt. Außerdem bekommen die beiden Dokumentationen Songs of Gastarbeiter, Liebe, D-Mark und Tod und Ukraine, Kriegstagebuch einer Kinderärztin, einen Grimme-Preis. Die Auszeichnungen werden am 26. April in Mahl verliehen.
Der Berliner Verein Kultur Leben hat ein neues Programm für Menschen mit Behinderung entwickelt. Das soll ihnen einen schnelleren Zugang zum kulturellen Veranstaltungsangebot in der Stadt ermöglichen. Kulturleben vermittelt seit 14 Jahren nicht verkaufte Tickets kostenlos an Menschen mit geringen Einkommen und engagiert sich für die kulturelle Teilhabe von Personen mit Behinderung. Textilien, Kunst und viele Geschichten. Das Potsdamer Kunsthaus Das Minsk zeigt ab Samstag Soft Power, weiche Kraft, mit und auf Stoffen. Häufig politisch, queer, ungehorsam, gefilzt, gewebt oder genäht. Man setzt sich dann mit den Herkunft von Materialien auseinander. Aber die können dann auch bewusst eingesetzt werden, um bestimmte Botschaften zu transportieren. Dass Materialien so eine Art Zeuge werden für Geschichten, die stattgefunden haben. Auch mit einem Rückblick auf das sogenannte Volksschaffen in der DDR, den Zirkel für künstlerische Textilgestaltung Potsdam etwa, mit Arbeiten zur 1000-Jahr-Feier der Stadt, eine noch vor der Wende entstanden, die andere erst 1992. Kunst und Stoff bis zum 11. August im Potsdamer Kunsthaus Das Minsk. Weitere Tipps haben wir jetzt für Sie in unseren Kulturtipps für das kommende Wochenende. Und beim ersten können Sie die Mundwinkel hochziehen. Lachen ist gesund. Mit dieser Botschaft.